Die Spanier, das habe ich auch am Anfang schon gesagt, sind für mich eigentlich mit der größte Turnierfavorit gewesen, auch wenn es jetzt übers Turnier hinweg nicht ganz so optimal für sie lief spielerisch, aber die Mannschaft ist über die letzten Jahre hinweg so gut zusammengespielt und eingespielt. Die Automatismen passen einfach und ich kann keine Schwächen bei den Spaniern ausmachen in der Mannschaft. Weil wir einen heißen Lauf haben und wenn es über die nach der Auftaktniederlage hinweg gegen Spanien dann so viel Selbstvertrauen getankt haben von Sieg zu Sieg und mit einer Sicherheit auftreten jetzt, die seinesgleichen sucht und die Spanier werden es auch verfolgt haben und gemerkt haben, haben den nötigen Respekt, den wir uns erarbeitet haben als Team und deswegen gewinnen wir morgen das Ding. Die Mannschaft hat trotz oder aufgrund der Verletzung auch sind sie noch enger zusammengerückt und so treten sie auch auf mit einer mannschaftlichen Geschlossenheit, die richtig spürbar ist, auch als Zuschauer. Und die Jungs machen einfach Spaß, wie sie um jeden Zentimeter kämpfen und wie sie sich da reinhauen.